Die DDR wollte ein Staat sein ohne Mord und Totschlag. Doch die Wahrheit sah anders aus. Man hat ihnen Farbfotos vorgelegt von den ermordeten Opfern, wo sie aus der Saale gefischt haben. Er hat sich das kaltblütig angeschaut. Ich war entsetzt. Aus Habgier werden Genossen zu Mördern. Sein Hammer aus seiner Tasche entnommen und ihn mehrfach auf den Schädel eingeschlagen. Verbrecher in Uniform vertuschen und verschleiern, was das Zeug hält. Dass diese Vorfälle so lange unentdeckt blieben, hat vor allem damit zu tun, dass die Staatssicherheit als allererster an der Reihe war. Anderswo werden Exempel statuiert. Verbrechen zum Nachteil sozialistischen Eigentums. So war der Straftatbestand. Jener, der 2. April 1976. Am Saaleufer werden zwei Leichen gefunden. Ein Ehepaar, brutal ermordet und in den Fluss geworfen. Wer tut so etwas und warum? Jena ist Standort eines der Vorzeigebetriebe der DDR. Das VEB Carl Zeiss liefert hochwertige Feinmechanik und Optik. In den 70er Jahren sind hier über 40.000 Mitarbeiter beschäftigt. Einer von ihnen, Hans-Joachim A. Der 39-jährige Polierer ist verheiratet und hat drei Kinder. Auch seine Frau arbeitet bei Zeiss. Zusammen haben sie rund 1.300 Mark netto. Ein gutes Einkommen. Doch der Familienvater strebt nach mehr, macht dafür oft Überstunden. Wegen Geld. Wegen Geld, er wollte mehr verdienen. Sicherlich, weil er sich mehr leisten wollte und weil er wahrscheinlich für sich auch das zu hoch angesetzt hatte, den Lebensstandard. Für DDR-Bürger, die von einem hohen Lebensstandard träumen, gibt es im Osten die Geschenkdienst- und Kleinexporte GmbH, kurz Genex. Per Katalog bietet Genex hochwertige Produkte an, die in der DDR schwer oder gar nicht erhältlich sind. Über Genex wurden vor allem Waren vertrieben, die in der DDR hergestellt wurden, erstaunlicherweise. Aber das waren vor allem eben Waren, die für den Export bestimmt waren. Sprich, man hat sie in der DDR entweder selten oder gar nicht erhalten. Aber es gab natürlich auch einen gewissen Anteil an Westprodukten. Insbesondere dann solche Dinge wie Fertighäuser oder auch Autos. VW Golf zum Beispiel wurde über Genex vertrieben. In den Genuss solcher Statussymbole kommen aber lediglich DDR-Bürger mit zahlungskräftiger Westverwandtschaft. Die Ostdeutschen kreuzen im Katalog an, was sie haben wollen. Die Verwandten in der BRD bestellen und zahlen mit D-Mark. Ein Trabant zum Beispiel wird bei Genex für unter 5.000 D-Mark angeboten. DDR-Bürger zahlen dafür über 10.000 Ostmark. Und statt Jahren warten Genex-Kunden nur wenige Wochen auf den Wagen. Das Besondere an Genex war eigentlich, dass Genex eine große Devisenbeschaffungsmaschine war, wenn man so will. Und da die meisten Waren auch in der DDR produziert wurden, meistens für den Export, waren die Herstellungskosten relativ überschaubar. Und die Waren wurden aber trotzdem gegen Westgeld bezahlt und geliefert, was natürlich dann enorme Einnahmen dem Staat brachte. Hans-Joachim A. hat ebenfalls Westverwandtschaft und lässt sich über Genex regelmäßig begehrte Luxusartikel liefern. Auch um damit heimlich Geschäfte zu machen. Sein damaliger Arbeitskollege Horst Plath erinnert sich. Hat er gesagt, brauchst du vielleicht einen Verstärker, dass du ein besseres Bild kriegst. Und ich gesagt, da bin ich mit dabei. Ja. Und da hat er gesagt, ja, aber da müsstest du mir erst das Geld geben. Und das habe ich dann auch bekommen und dann habe ich das mir bei mir angeschlossen und das Bild war genauso schlecht wie vorher auch, ja. Ja, und ich habe es wiedergegeben, habe ich gesagt, ich möchte mein Geld wieder haben. Und sagte, ich kann es aber nicht mit einmal geben, das in Raten. Hans-Joachim A. gerät in Schwierigkeiten. Immer wieder verspricht er Bekannten, Produkte über Genex zu besorgen und kassiert fleißig. Doch oft liefert er zu spät oder gar nicht. Anfang 1976 hat er schon über 6.500 Mark Schulden. Doch er findet immer noch neue Kunden.
So wie das Ehepaar Gerlinde und Dieter R., Arbeitskollegen aus dem VEB Carl Zeiss. Mit denen war ich sehr eng befreundet, weil ich mit Gerlinde zusammengearbeitet habe. Und Dieter hat in der Nachbarabteilung gearbeitet. Also wir hatten schon ein enges Verhältnis. Die jungen Eltern eines kleinen Jungen wünschen sich ein Familienauto. Hans-Joachim A. behauptet, er könne über Genex einen Wartburg besorgen. Der ursprüngliche Kunde sei abgesprungen. Für 18.600 Mark gehöre der Wartburg ihnen. Angeblich soll das Auto schon in den nächsten Tagen geliefert werden. Gerlinde kam einen Tag, bevor sie das Auto kaufen wollten, zu mir am Arbeitsplatz und sagte: Hör mal, Volker, wir kaufen morgen ein Auto. Hans will uns ein Auto verkaufen über Genex. Wenn wir morgen nicht auf Arbeit kommen sollten, sag bitte Bescheid, wir wollen einen Tag Urlaub nehmen und wollen da gleich eine Spritztour machen. Und an diesem Tag war das letzte Mal, dass ich mit Gerlinde gesprochen habe. Treffpunkt ist die Gaststätte Satellit. Bevor Hans-Joachim A. seine Wohnung im Stadtteil Lobeda verlässt, packt er schweres Werkzeug ein. Er müsse bei Bekannten etwas reparieren, erzählt er seiner Frau. Aber nichts vom Treff mit dem Ehepaar. Der Täter hat diese ganzen Dinge vorgetäuscht, hat also in seiner Tasche einen Hammer mitgenommen. Also ganz zielgerichtet, bewusst, vorsätzlich, alles exakt geplant. Längst hat Hans-Joachim A. einen tödlichen Plan. Mit seinem Opfer Dieter R. geht er los, um angeblich den Wartburg zu holen. Dessen Ehefrau Gerlinde soll in der Gaststätte auf die Rückkehr der beiden warten. Am Flussufer lässt sich der Täter zunächst das Geld in einem Beutel zeigen. Dann begeht er einen kaltblütigen Mord. Und als sie an der Böschung der Saale in Jena waren, hat er die Gelegenheit genutzt, als er etwas hinter ihm stande, seinen Hammer aus seiner Tasche entnommen und ihn mehrfach auf den Schädel eingeschlagen. Und als er der Auffassung war, dass er ihn bewusst losgeschlagen hat, hat er ihm den Beutel abgenommen und hat ihn in die Saale geholt. Mit mehr als 18.000 Mark in der Tasche geht Hans-Joachim A. zurück zur Kneipe, wo Gerlinde R. wartet. Der Mörder gibt vor, sie jetzt zu ihrem Mann und dem neuen Auto zu bringen. Und wieder führt der Weg ans einsame Saaleufer. Und als er die Gelegenheit sah, dass er so etwa knapp hinter ihr stande, hat er mit seinem Hammer ihr auf den Kopf geschlagen. Sie war aber dadurch nicht bewusstlos. Es kam zum Kampf zwischen beiden. Und dann kam sie auch zum Liegen. Sie fasste ihn in den Haaren. Er suchte einen in der Nähe befindlichen Stein, den er nahm und ihr mehrfach auf den Kopf schlug, bis sie bewusstlos war. Nach der brutalen Tat rollt der Mörder auch Gerlinde R. in den Fluss. Anschließend wäscht er sich das Blut von den Händen. Zu Hause tischt er seiner Frau eine Lügengeschichte auf. Auffällig war für die Ehefrau natürlich, dass er Verletzungen im Gesicht hatte. Und das begründete er damit, dass er mit Algeriern eine Auseinandersetzung hatte, eine tätliche Auseinandersetzung, und dadurch diese Verletzung bei ihm entstanden seien, weil es gab auch zu DDR-Zeiten für ausländische Arbeiter, die in der DDR ausgebildet wurden, hin und wieder auch tätliche Auseinandersetzungen. Und somit war das eigentlich für die Ehefrau relativ plausibel. Am nächsten Tag habe ich erstmal gemerkt, dass Gerlinde und Dieter nicht gekommen ist. Und da habe ich zu meinem Chef gesagt, dass Gerlinde heute einen Tag Urlaub wollten. Sie kommt morgen wieder auf Arbeit. Und da war dieser Tag für mich abgegolten. Als das Ehepaar auch Tage später nicht zur Arbeit kommt, wendet sich der Freund an die nichtsahnende Ehefrau des Täters. Rosemarie A. ist seine Kollegin. Und da bin ich zu Rosi gegangen und habe gesagt: Rosi, hör mal, dein Mann wollte Dieter und Gerlinde ein Auto verkaufen. Und seitdem sind sie verschwunden. Und da war Rosi ganz empört und hat gesagt: Da muss ich gleich nach Hause und muss das jetzt klären. Und habe zu ihr gesagt: Pass auf, da komme ich mit. Und unterwegs hat sie mir noch erzählt, dass ihr Mann vor Tagen in Lobeda zusammengeschlagen worden ist. Und dass er blutbeschmiert nach Hause gekommen ist und sie hat sich total geekelt, die Sachen zu waschen.
Volker Tostliebe ahnt noch nichts vom Doppelmord an seinen Freunden. Dann sind wir bei ihr in der Wohnung angekommen. Da ist sie gleich ins Schlafzimmer rein und hat geschrien, komm raus, hier weiß jemand, dass du ein Auto verkaufen wolltest. Was ist los? Und da kam Hans in den Wohnstube mit Rosi und da hat er mich schon so böse angeguckt und sagt, was ist los? Und da habe ich gesagt, na, hörst mal, du wolltest ein Auto verkaufen und seitdem ist Galindo und Dieter verschwunden. Und da sagte er zu mir, na, wenn du das der Polizei sagst, da kann ich mich gleich aufhängen. Und da ging mir dann die Muffe. Fluchtartig verlässt er die Wohnung und ruft die Polizei. Hans-Joachim A. wird aufs Revier gebracht und vernommen. Noch gelten die Eheleute R. nur als verschwunden. Bei dieser Befragung hat er natürlich erstmal kategorisch bestritten, mit dem Verschwinden des Ehepaars etwas zu tun zu haben. Natürlich liefen parallel dann sofort weitere Ermittlungen im Betrieb, Ehefrau und so weiter. Dann verdichtete sich im Laufe des Tages natürlich der Verdacht. Hans-Joachim A. gerät immer weiter unter Druck und gesteht schließlich den Doppelmord an dem Ehepaar. Und im Rahmen der weiteren Beschuldigtenvernehmung offenbarte er dann sein Wissen. Er führt die Ermittler zum Tatort. Noch fehlt von den Opfern jede Spur. Erst Wochen später wird Gerlinde R.'s Leiche von einem schwimmenden Baumstamm ans Ufer getrieben. Kurz darauf finden die Einsatzkräfte auch den Körper ihres Mannes Dieter. Ich war total am Boden. Es war schlimm. Ich war wochenlang krankgeschrieben. Ich kann es nicht beschreiben, wie es mir ging dann. Sehr schlecht. Der Schock war bei uns in der Abteilung sehr groß. Also man hatte sich gesagt, Mensch, vielleicht hätte es uns treffen können. Der Tathergang wird nachgestellt. Der Mörder handelte vorsätzlich und nach Plan. Ermittler Hans Thiers und seine Frau mimen die Opfer. Er zeigte uns eigentlich teilweise emotionslos, was er im Februar gemacht hatte mit dem jungen Ehepaar. Im Herbst 1976 fällt das Urteil des Bezirksgerichts Gera. Lebenslänglich. Das Motiv war natürlich Habgier, das Motiv war über seine Verhältnisse leben. Das Motiv war Geldpokerei, wieder mit anderen Geld auszugleichen, sodass er sich eigentlich in eine Spirale begeben hat, die zwangsläufig in diese schwere Tötungsverbrechen ausuferte. Privater Wohlstand ist in der DDR offiziell verpönt. Die SED propagiert das sozialistische Volkseigentum. Doch unser nächster Fall zeigt, Habgier machte sogar Staatsdiener zu Kriminellen. Leipzig 1985. Die jährlichen Frühjahrs- und Herbstmessen sind wichtige Aushängeschilder der DDR-Wirtschaft. Dann herrscht eine Woche lang Weltoffenheit. In den vielen Messehäusern präsentieren sich rund 7000 Aussteller. Die Leipziger Messe wurde ja selbst als Schaufenster der Welt bezeichnet von Seiten der DDR-Regierung. Und die Leipziger Messe war auch ein ökonomisch sehr wichtiges Ereignis in der DDR. Das war eigentlich der zentrale Platz des Ost-West-Handels. Viele, viele Geschäftskontakte wurden auf der Leipziger Messe angebahnt. Verträge wurden abgeschlossen oder vorbereitet. Auch zwischenmenschlich bietet die Messe Gelegenheit für deutsch-deutschen Austausch. Es sind eben Damen da und es sind Männer da. Wir gehen vielleicht zusammen raus. Mehr will ich dazu nicht sagen. Und genau das war auch das Problem für die Staatsführung. Über 40.000 Westdeutsche alleine kamen zu jeder Messe eingereist und das hatte natürlich sicherheitspolitisch große Probleme verursacht. Da hilft nur Spitzeln und Spähen. Hunderte Stasi-Mitarbeiter mischen sich unters Volk und überwachen Messestände oder Hotelzimmer. Für operative Maßnahmen ist sogar Körpereinsatz gefordert, erklärt ein Stasi-Offizier, der heute anonym bleiben will. Wir nennen ihn Andreas Müller. Ich hatte zwei weibliche IMVs, das heißt industrielle Mitarbeiter mit Feindverbindung, die sind zur Leipziger Messe gefahren und haben sich dort mit westdeutschen geschäftsvollen
liiert, angefallen, haben mit denen dann auch geschlafen, haben dafür Geld bekommen, sowohl vom MFS als auch von den Geschäftspartnern. Und haben dann Details zu den Personen genannt. In den Messehäusern der Innenstadt gibt es einen festen Stamm von Stasi-Leuten. Damals mit dabei Heinz Schmidt. Seinen wahren Namen dürfen wir nicht nennen. Unsere Aufgabe in der Nachtschicht war es, regelmäßig Kontrollgänge durch das Messehaus zu machen und dabei darauf zu achten, ob in speziellen Ständen irgendwelche Unterlagen liegen, die Auskunft geben könnten über die wirtschaftliche Lage des jeweiligen Betriebes oder über Neuentwicklung des Betriebes, die damit für die Volkswirtschaft in der DDR von Bedeutung sein könnten. Trotz hoher Stasi-Dichte werden immer wieder Diebstähle gemeldet. Von den Ständen vieler Westfirmen verschwinden Lederjacken, Kosmetikartikel und andere Produkte. Dietmar Passenheim gehört damals zum leitenden Mitarbeiterstab der Messe. Dekoartikel, richtig gute Sachen, die gab es ja in der DDR nicht. Ne? Und das war so schlimm, dass wir bei manchen Messen sogar nicht mehr wussten, was wir da hinstellen sollten. Und das unter den Augen der allgegenwärtigen Stasi. Auf der Frühjahrsmesse 1985 ufern die Diebstähle immer mehr aus. Die Anzeigen häufen sich, doch die Volkspolizei tappt im Dunkeln. Jedes Jahr wurde mehr gestohlen. Das konnten wir uns eigentlich nicht vorstellen, dass es nur Bürger, also Besucher, die zur Messe jetzt kommen, die mit ihrem Messeausweis da rumgucken mal und vielleicht mal was haben wollen. Weil das waren wirklich Dimensionen schon und die uns auch wirklich richtigen Schaden zugeführt haben als Betriebe. Und dass da irgendwas dahinter steckte und dass irgendwie da was Großes sein musste. MFS-Hauptmann Müller zählt seit langem zum festen Stab bei Überwachungseinsätzen auf der Leipziger Messe. Doch nun gerät er selbst ins Visier der Stasi. Es sind gefälschte Schecks mit seinem Namen aufgetaucht. Er wird festgenommen und kommt in Untersuchungshaft. Ihm droht eine lange Haftstrafe. Da lässt Müller die Bombe platzen und macht ein unglaubliches Geständnis. Die Leipziger Messediebe sind Stasi-Leute. Er ist einer von ihnen und er kennt ihre Namen. Ja, ich habe alles auffliegen lassen, sonst wäre das nie rausgekommen in Leipzig. Ich habe diese Informationen nur deshalb genannt, um einigermaßen glimpflich davon zu kommen, damit ich eben für diesen Betrug nicht so hart bestraft werde. Das hat man mir auch versichert. Und dann stand nur das Problem der Leipziger Messe im Mittelpunkt der Vernehmung. Nun erfährt er am eigenen Leib, was Stasi-Verhöre bedeuten. Ja, am Anfang war es furchtbar. Wurde laufend das Licht angeknipst. Oder rausgeholt, hab dann mit dem Stuhlbein mal hier in die Tür geschlagen, dann kamen dann zwei Mann rein und haben mich dann zusammengewichst und mit eiskaltem Wasser abgespritzt, damit ich meine Klappe halte und Ruhe gebe. Schließlich packt der Stasi-Hauptmann detailliert aus. Aber Kriminelle, das waren doch nur die anderen. Die Diebstähle waren bandenmäßig mafiosihaft durchgeführt. So kann ich das heute einschätzen. Das war eine richtige kriminelle Vereinigung, die sich gegenseitig gedeckt haben, sich unterstützt haben und sich gegenseitig die Waren zugeschustert haben. Wie hochwertige Pelze, Fernsehgeräte, Heimelektronik, Spiritosen, Zigaretten, Kosmetik, Bleikristall, Jacken, Lederjacken, Jeans, Klamotten, Matchbox-Autos und. Die haben also alles, was nicht nied- und nagelfest war, gestohlen. Er selbst gehört schon seit 1974 zu der Diebesbande. Die hätten ihn damals geschickt geködert. Und da lagen immer kleine Geschenke unter meinen Kopfkissen für morgens. Mal eine Stange Zigaretten, mal ein Parfüm, mal ein paar Lippenstifte, mal Kosmetika. Und da habe ich eben durch Intuition meinerseits, bin ich dann abends rausgefahren und habe dann beobachtet, wie die Mitarbeiter Taschen- und Kofferweise die Klamotten rausgeschafft haben. Aus den Messehäusern. Und haben sie dann in der Nacht noch nach Hause gefahren oder deponiert. Müller nutzt seine leitende Position beim MFS und organisiert die Dienstpläne so, dass die Bandenmitglieder freien Zugang zu lukrativen Messeständen haben. Die haben mir dann gesagt, ich könnte ein paar Lederjacken bekommen, hochwertige Nappa-Lederjacken. Ich soll dann mal abends vorbeikommen, soll eine Tasche mitbringen. Da brachten sie mir dann aus den Messehäusern die Lederjacken, die habe ich dann in die Tasche gepackt und habe sie dann mit nach Hause genommen.
Auch Stasi-Hauptmann Schmidt erliegt der Versuchung. Im Haus, in dem ich eingesetzt werde, waren nur kosmetische Artikel. Von der Qualität her waren die Produkte doch besser als leider Gottes unsere DDR-Produkte. Und ich litt damit zum Beispiel unheimlich stark unter Schuppen. Und die Wäsche, die ich da bekam, hat eben wirklich die Schuppen bekämpft. Und das habe ich mit unseren, selbst mit den teuren Mitteln, die es damals ja nicht geschafft. 11 Jahre lang zieht die Stasi-Bande die Diebstahlserie ungestört durch und räumt haufenweise Messestände leer. Erfolgreich schafft sie es, die Polizei von sich abzulenken. Dass diese Vorfälle so lange unentdeckt blieben, hat vor allem damit zu tun, dass die Staatssicherheit als allererster an der Reihe war, um für Sicherheit auf der Messe zu sorgen. Sie hatte das Sagen und konnte dementsprechend auch verhindern, dass Dinge bekannt wurden, die sie selbst betraf. Aber auf MFS ist nie einer gekommen, weil das war zu heiß. Das hat doch keiner geglaubt. Eine Diebesbande aus den eigenen Reihen. Das Ministerium für Staatssicherheit will Namen und der gefasste Täter liefert. Unter anderem lässt er Heinz Schmidt auffliegen. Ich wurde in die Personalabteilung gerufen und man hat mir dort mitgeteilt, dass ich zu einem Sondereinsatz sofort weg muss. Doch statt Einsatz heißt es nun Einzelzelle. 17 Messediebe werden gefasst und in eine Schule der MFS-Bezirksverwaltung nahe Magdeburg gebracht. Und dort wurde dann die Befragung gemacht dazu und mussten unsere Berichte anfertigen. Es gab keine Berührungspunkte, kein Sehen untereinander. Es war also, als wenn man dort in Untersuchungshaft gewesen wäre. Ich habe geheult. In seinem Vernehmungsprotokoll gesteht Schmidt: Um mein Vorhaben zu realisieren, packte ich pro Nachtschicht jeweils in eine Aktentasche und einen größeren Beutel die entwendeten Sachen. Damit verließ ich das Messehaus und leerte die Behältnisse in meinen PKW. Über die Ansammlung von gestohlenen Waren in meinem PKW hatte ich keine Übersicht mehr. Wie viele seiner Komplizen hofft Schmidt auf eine milde Strafe, wenn er so viel wie möglich von der Beute zurückgibt. Als wir dort waren, konnten wir mit unserer Frau sprechen und ihr sagen, dass sie die Sachen alle auch rausgeben soll. Ich hatte ja im Keller das zu stehen und konnte das so sagen. Und abends bzw. in der Nacht sind sie dann gekommen und haben alles abgeholt. Ja, so wie es mir mitgeteilt worden ist in Berlin, war der Schaden bei rund 4 Millionen D-Mark. Westmark. In dem Rahmen hat sich das bewegt, in den 10 Jahren. Eine Summe, die bis heute nicht zu belegen ist. Ohnehin wird aber damals von ganz oben alles daran gesetzt, die Sache zu vertuschen. In einer Geheimakte heißt es: Durch diese Handlungsweisen wird beim etwaigen Bekanntwerden nicht nur das Ansehen des MFS auf das Gröbste geschädigt, sondern auch das der DDR. Die Dienstvorgesetzten wurden informiert und ebenso zum Schweigen verpflichtet wie die betreffenden Angehörigen und deren Ehefrauen. Ich musste eine Schweigeerklärung unterschreiben. In Berlin-Hohenschönhausen, mir wurde bei der Todesstrafe angedroht, wenn das rauskommt zur Leipziger Messe, dann werde ich den Kopf kürzer machen. Meine Familie wird auch inhaftiert oder wird auch liquidiert. Das hat man mir klipp und klar zu verstehen gegeben. Die Behörde regelt alles intern, ohne Gerichtsprozess. Viele Messeräuber erhalten lediglich Verweise oder werden strafversetzt. Auch Andreas Müller kommt nach 3 Monaten Untersuchungshaft frei. Nur mit der Stasi-Karriere ist Schluss. Sport war das Aushängeschild der DDR. Mit einem schmutzigen Geheimnis. Systematisches Doping sorgte für Erfolge, die der Staat dringend brauchte. Und es spielte sogar eine Rolle in einem komplizierten Mordfall. Es ist der 17. Juli 1988. Gegen 2 Uhr nachts macht die Polizei in Berlin-Hellersdorf eine grausige Entdeckung. Im Kofferraum eines roten VW Golf mit DDR-Kennzeichen finden sie die Leiche eines Mannes. Es hat ein Bürger aufgefunden und der hat sofort eine Polizeistreife gerufen und die hat dann alles weiter veranlasst. Also die Leiche wurde sofort gesehen. Die hatten ja vergessen, den Kofferraum dann irgendwie zu schließen. Er war im nackten Zustand. Und dann war, glaube ich, noch wie Säure über die Leiche verkippt. Und
Man wollte faktisch darstellen, so haben wir das am Anfang auch ein bisschen gewertet, dass eventuell ein Sexualdelikt dahinter steckt. Schnell ermittelt die Polizei die Identität des Opfers. Detlef J. aus Strausberg, 32 Jahre alt. Seine Frau nennt die Adresse einer Gartenlaube. Dort sei ihr Mann am Vorabend mit Freunden verabredet gewesen. Da bin ich dann hin mit unserem Kriminaltechniker. Wir waren da alleine. Und haben dann auch durch ein Fenster gelugt. Um nicht zu sagen, dass einer von uns ist auch reingestiegen. Und da war uns sofort klar, dass dieser Bungalow auch der eigentliche Tatraum war. Ja, also war alles blutverschmiert. Der Besitzer der Laube ist Jürgen S., ein enger Freund des Mordopfers. Der Anfangsverdacht gegen ihn zerschlägt sich, denn er hat ein Alibi. Zur Tatzeit war er auf einer Geburtstagsfeier. Dafür gibt es Zeugen. Also fahndet die Polizei im Bekanntenkreis des Opfers. Sie durchsucht Wohnungen und Grundstücke, auch das von Klaus B. Der lebte auf einem Grundstück und der hatte dort eine Regentonne stehen. Und er war eben so blöd und hat einige Sachen vom Opfer in dieser Regentonne versenkt. Und er war in dem Glauben, das äußert er so noch, man findet ja darauf sowieso keine Spuren. Ich weiß noch, wie eine Kriminalist von uns dann gesagt hat, das begünstigt eigentlich die Spurenlage. Und da ist er umgefallen. Schon in der ersten Vernehmung nach seiner Festnahme gesteht Klaus und gibt sich als Alleintäter aus. Doch die Ermittler sind überzeugt, es gibt mindestens einen weiteren Täter. Es war einfach nicht vorstellbar, dass einer allein die Leiche des Opfers so mal eben in den Golf hinten verbringt. Nehmen Sie mal einfach einen 70-Kilo-Sack in die Hand und bewegen den. Die Ermittlungen führen auf die Spur eines weiteren Beteiligten, Andreas H. Auch er gehört zur Clique rund um das Mordopfer. Und in diesen Vernehmungen haben die beiden das auch dargelegt, was sie getan haben. Den Tathergang in dem Bungalow haben sie eigentlich ziemlich klar dargestellt. Was geschah am Abend des 16. Juli 1988 in der Gartenlaube? Offenbar ist Detlef J. mit seinen Kumpels Klaus und Andreas verabredet. Nachdem beide eingetroffen sind, kommt es aus irgendeinem Grund zum Streit. Die Lage eskaliert und am Schluss liegt Detlef erschlagen am Boden. Das Gericht verurteilt Klaus und Andreas wegen Mordes zu langjährigen Haftstrafen. Selbst Jürgen S., der Mann mit der Gartenlaube, muss wegen Beihilfe 3 Jahre in Haft. Ein klarer Fall? Mitnichten. Wie konnte es dazu kommen, dass jemand von seinen eigenen Freunden ermordet wurde? Strausberg in der Nähe von Berlin. Hier führt Detlef J. ein unauffälliges Leben. Der zweifache Familienvater ist verheiratet und arbeitet als Elektroinstallateur für den Betrieb von Horst Wegner. Detlef war ein offener Typ, der auf Menschen zugehen konnte, der auch sehr hilfsbereit war in seiner ganzen Art, kannte viele Leute und er war auch ein sehr umgänglicher Typ, der auch hilfsbereit war. Seine Freizeit verbringt Detlef mit seinem Kumpel Jürgen, dem Laubenbesitzer. Heute möchte er nicht mehr erkannt werden. Damals teilt er mit Detlef ein lukratives Hobby. Ich war Kfz-Mechaniker und er hat auch mit Autos gemacht und über die Schiene haben wir uns kennengelernt. Auf seinem Grundstück, da wo er gewohnt hat, da haben wir hinten in der Garage geschraubt. Also die Autos repariert, lackiert, instand gesetzt. Naja, man hat sein Geld nebenbei verdient, ja. Nicht immer legal, wie die Kripo später ermittelt. Die Geschäfte der Freunde sind fragwürdig. Da hatten wir auch ziemlich schnell den Hinweis erhalten, dass ich mit zur Autoschieber-Szene gehörte, die ja bei uns damals sehr verbreitet war. Detlef prahlt im Freundeskreis mit Westkontakten und lukrativen Geschäften. Er fährt Westautos, kennt viele Leute. Einer von ihnen, Klaus B. Klaus war ein kleiner Al Capone für meine Begriffe. Und er
wollte immer auf irgendeine Art und Weise halt praktisch irgendwo schnell zu Geld kommen und war aber nicht bereit, entsprechend oder sag mal auch hart dafür zu arbeiten, ja, also arbeiten zu gehen. Immer irgendwelche andere Kanäle. Ein solcher Kanal ist der Fahrer eines Pharmadepots. Während seiner Liefertouren kann er offenbar kistenweise Medikamente für Schwarzmarktgeschäfte abzweigen. Durch ihn kommt Klaus nun an ganz heiße Ware ran. Anabolika, genauer Oralturinabol. Der Journalist Thomas Purschke hat dazu langjährige Nachforschungen betrieben. In der DDR gab es dieses sogenannte Standardanabolikum, das hieß Oralturinabol, wurde Mitte der 60er Jahre entwickelt und eigentlich für schwerkranke Menschen, die zum Beispiel eine schwere Krebsoperation hinter sich hatten und muskulär wieder aufgebaut werden mussten. Anstatt bei Kranken wird das Anabolikum aber vor allem als Dopingmittel im Leistungssport eingesetzt. Zumeist ohne Wissen der Athleten. Doch auch andere haben Interesse an diesem Mittel. Zum Beispiel Kraftsportler. Sie werden vom Staat nicht gefördert. Der Begriff Bodybuilding ist verboten, zu amerikanisch. Im sozialistischen Sprachgebrauch der DDR heißt es Körperkulturistik. Es gab dann auch einen illegalen Markt, auch für die Bodybuilder oder Körperkulturistik-Szene, sodass sie dann damit ihre Muskeln aufbauen konnten. In dieser Szene wittert Klaus B. das große Geschäft. Heute, 30 Jahre später, ist er erstmals zu einem Interview bereit, will aber unerkannt bleiben. Es gab dann die Nachfrage nach den Anabolikern aus der Kraftsportszene. Und da ich mit Kraftsportlern zu tun hatte in meinem Bekanntenkreis, war mir die Nachfrage bekannt. Und für mich war das der Moment im Prinzip zu sagen, Mensch, Klaus, der hat doch mal jemand Medikamente angeboten. Und wir haben das Geschäft gemacht. Ja. Von seinem Pharmakontakt kauft Klaus 3200 Anabolika-Packungen und zahlt dafür 8000 Mark. 5000 hat er selbst, den Rest leiht er sich bei seinem Kumpel Andreas, dem späteren Mordkomplizen. Den Verkauf an DDR-Kraftsportler verwerfen die Kumpel schnell, denn in der Szene munkelt man, dass es für die Pillen gutes Westgeld gibt. Es gibt Hinweise in Stasi-Unterlagen, dass sich westdeutsche Trainer sehr dafür interessiert haben. Offensichtlich haben dann Westdeutsche diesen Handel mit betrieben und waren froh und dankbar, da aus dem Osten billige Anabolika-Tabletten zu bekommen. An diesem Punkt kommt Detlef J. ins Spiel, prahlt er doch ständig mit Westkontakten durch seine krummen Autogeschäfte. Ich hatte mich mit Detlef unterhalten, dass ich was hätte, was ich über die Grenze bringen müsste. Ob er mir da irgendwie behilflich sein könnte. Da fragte er dann, was es wäre, und da sagte ich Medikamente. Und er sagte, sollte kein Problem sein. Ich habe da auch Diplomaten, der könnte die Ware rüberbringen. Angeblich wäre ihre Ware drüben über 30.000 D-Mark wert. Bei einem inoffiziellen Wechselkurs von 1 zu 10 sind das mehr als 300.000 Ostmark. Dafür muss ein DDR-Bürger 25 Jahre arbeiten. Die Freunde übergeben Detlef die Medikamente. Dann herrscht Funkstille. 9 Monate später fordert Klaus Detlef zu einem Treffen auf mit ihm und Andreas. Schließlich haben sie den Deal finanziert. Jetzt wollen sie Geld sehen. Doch Detlef mauert. Er hat gesagt, geh doch zum Bullen, wenn du irgendwas möchtest. Und dann kam schon die Reaktion. Andreas zieht einen Meißel aus der Tasche und schlägt damit zu. Auch Klaus prügelt wütend auf Detlef ein. Es geht sehr schnell. Die beiden Täter wollen den Mord verschleiern und nach einer Eifersuchtstat aussehen lassen. Sie entkleiden den Toten, wuchten ihn in den Kofferraum des Roten Golfs und fahren nach Berlin-Hellersdorf, wo die Leiche dann gefunden wird. Eine Woche später ist die Tat aufgeklärt, die Täter verhaftet. Für das Oralturinabol interessieren sich die Kriminalisten überhaupt nicht. Dafür andere. Woran ich mich erinnern kann, ist, dass relativ zügig ein in diesem Fall zuständiger Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der Kreisdienststelle Strausberg vor Ort erschien. Das Ministerium für Staatssicherheit war verantwortlich für die Geheimhaltung des DDR-Staatsplans
Projektes Doping im Hochleistungssport und die haben da einen immensen Aufwand betrieben. Die Geheimhaltung hat funktioniert. Bis heute ist der Verbleib der mehr als 3000 Packungen Turinabol ungeklärt. Akten darüber sind unauffindbar. Im Mordprozess wird auf das Anabolika-Geschäft nicht eingegangen. Die DDR war ein Staat, der rund um die Uhr im Leben seiner Bürger herumschnüffelte. Umso erstaunlicher ist die folgende Diebesgeschichte, die sogar Erich Honecker beschäftigte. Zwickau in Sachsen. Hier beim VEB Sachsenring wird der Trabant gebaut, berühmt geworden als Trabi. 1958 kommt er auf den Markt und wird quasi der Käfer der Ostdeutschen. In der DDR wird der P601 schnell zum Symbol der Mobilität, aber auch der Mangelwirtschaft. Schon in den 60er Jahren übersteigt die Nachfrage bei weitem die Liefermenge. Anfang der 70er liegt die Produktion mit über 1 Million bestellter Trabis im Rückstand. Es bildet sich eine Schere zwischen Angebot und Nachfrage aus, die im Laufe der Zeit immer weiter wächst und immer zunehmend auch als Problem gesehen wird. Schlosser Thomas B. arbeitet seit 12 Jahren im Werk. Genug Zeit, um Sicherheitslücken zu erkennen und für sich zu nutzen. Und so klaut er 1980 seinen ersten Trabi. Schon die bauliche Situation des VEB Sachsenring kommt ihm dabei entgegen. Die Schwachstellen im Betrieb ergaben sich hauptsächlich daraus, dass der Betrieb zusammengesetzt war aus mehreren Werksteilen, kann man sagen. Es gab 3 große Werke, die aber räumlich voneinander getrennt waren, zwischen denen jeweils beispielsweise Karosserien transportiert werden mussten. Und der Fall des Diebstahls von 25 Trabant zeigte das in aller Deutlichkeit. Nachdem im Werk 1 die Karosserie gefertigt wurde, folgt im Werk 3 die Beplankung. Die fast fertigen Fahrzeuge rollen schließlich auf den sogenannten Mittelhof des Werk 2 und warten dort auf den Abtransport. Hier ist der Schlosser Thomas B. zuständig für die Qualitätsuntersuchung der fertigen Trabis und Ausbesserung vorhandener Lackschäden. Zunächst einmal ist es so, dass der Täter so vorging, dass er ein Fahrzeug immer dann sich ausgesucht hat, wenn dieser Hof, auf dem die Fahrzeuge standen, besonders voll war. In der Pause der Abendschicht gegen 9:45 schraubt er ein privates Nummernschild an das Fahrzeug. Und das weitere Vorgehen war dann folgendes, dass der Täter darauf wartete, dass ein Karossentransportfahrzeug das Werk verließ und sich dann unmittelbar an dieses Fahrzeug dranhängte, sich sozusagen sehr dicht auffahrend hinter dem Fahrzeug bewegte. Mit Blick auf das Privatkennzeichen winkt der Werkschutz B. jedes Mal durch. In einer seiner späteren Vernehmungen sagt Thomas B. aus, dass man beim Verlassen des Betriebs mit einem PKW nur in vollkommen ungenügendem Maße kontrolliert wird. In der Praxis sieht das so aus, dass der Fahrer des PKW, welcher das Tor passieren will, dem Pförtner irgendeinen Zettel zeigt. B. fährt nach Verlassen des Betriebsgeländes in eine Seitenstraße, stellt das Auto ab und geht zu Fuß zurück zur Arbeit. Nach Feierabend fährt er zunächst mit seinem Privatauto die Gegend ab, um Polizeikontrollen auszuschließen. Erst danach fährt er mit einem Komplizen den geklauten Neuwagen abholen. So stiehlt Thomas B. in 8 Jahren unbemerkt 24 Trabis. Der Punkt war, dass ein solcher dreister Diebstahl schlicht einfach nicht vorstellbar war. Aus unseren Betrieben ist noch viel mehr rauszuholen. Das war eine Parole der SED, eigentlich gedacht als Appell, um die Arbeitsproduktivität zu steigern. Aber es war doch allgemein bekannte Praxis, das zu tun. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Hemmschwelle auch in gewisser Weise sinkt, aus dem Betrieb mal was mitgehen zu lassen. B. verkauft die Neuwagen nicht direkt weiter. Das wäre zu auffällig. Er fährt mit ihnen in weit entfernte Werkstätten, die eingeweiht sind und mit Gebrauchtwagen handeln. Dort ersetzt er die nagelneue Plakette mit der Fahrgestellnummer des gestohlenen Trabants durch das Typenschild eines seit Jahren zugelassenen Schrottreifenfahrzeugs.
Die nichtsahnenden Käufer fahren nun einen neuen Trabi mit den alten Papieren. Thomas B. bringt der Trabi Klau über eine Viertelmillion DDR-Mark. Er leistet sich teure Auslandsreisen und lebt auf großem Fuß. Das erweckt Misstrauen. Im April 1988 fliegt Thomas B. schließlich auf. Die Kriminalpolizei nimmt den 41-Jährigen fest. Über seine Motive sagt er: Ich kam mit dem ehrlich erworbenen Geld nicht hin, weil meine Ansprüche größer waren als mein Verdienst. Ich wollte die soziale Lage meiner Familie aufbessern. Anfangs wollte ich lediglich meinen Verdienst aufbessern. Als ich jedoch merkte, wie schnell und einfach man zu viel Geld kommen kann, stahl ich weiter. Die ahnungslosen Käufer der gestohlenen und manipulierten Autos werden ausfindig gemacht. Norbert Klimpel aus Doberschau ist einer der Käufer. Er hat für das Auto 8.000 Mark bezahlt. Ich habe den Trabi mit Kfz-Brief gehabt, da standen die Vorbesitzer drin. Ich habe den ordnungsgemäß angemeldet auf der Polizei. Dann tauchen eines Tages Polizisten bei ihm auf, wollen seinen Trabi samt Papieren sehen. Sind die ums Auto, Motorhaube auf, haben geguckt und dann haben sie mich dazugenommen und haben mir eröffnet, ihre Nummer ist ja nicht vernietet und verplombt, die ist angeschraubt. Sie wollen das Auto sofort beschlagnahmen. Ich habe gesagt, so geht das nie. Ich habe neue Reifen drauf gehabt, Kopfstützen reingebaut und Schonbezüge und Autoradio gehabt und sowas. Nee. Und was man dann so reinfummelt. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch voll getankt. Das ist auch mein Benzin. Ja. Er baut in der Nacht alles aus, pumpt das Benzin ab. Dann bringt er sein Auto der Polizei. Wo ich den Trabi hingeschafft habe, musste ich dann in die Stasi-Abteilung in Bautzen. Und die haben mich dann so ausgehört, ausgequetscht, wie man so sagt. Klar hat man ein Scheißgefühl. Man steht schon erstmal da und zittert ein bisschen. Ne? Schnell stellt sich heraus, Norbert Klimpel ist unschuldig. Doch der Trabant ist weg. Gemeinsam mit seiner Frau entscheidet er sich, um seinen Trabi zu kämpfen. Ja, ich habe dann an Honecker geschrieben, ne, habe eine Eingabe gemacht. Das ZK der SED antwortet, er soll sich an das Trabantwerk wenden. Und tatsächlich, innerhalb weniger Wochen kann er einen neuen Trabi abholen, den er allerdings bezahlen muss. Ich denke schon, dass das Papier von Honecker mit ausschlaggebend war, dass die Leute in Zwickau dann gesehen haben, ja, also hier müssen wir was tun, sonst geht das vielleicht dann irgendwo hin, wo es keiner haben will auf der Ebene. Der Prozess gegen den Autodieb Thomas B. startet am 29. August 1988. Verbrechen zum Nachteil sozialistischen Eigentums. So war der Straftatbestand, § 162, Strafgesetzbuch der DDR. Wer das macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren bestraft. So, und allein diese Strafe hat ja schon eine Aussage dazu getroffen, wie schlimm das alles ist. Dass man also das sozialistische Eigentum, dass das unantastbar ist. Ein spektakulärer Fall, denn an ihm wird ein gesellschaftliches Exempel statuiert. Als ich in das Gericht gekommen bin, ein sehr großer Saal und der war voll. Also da ging keine Maus mehr rein. Ne? Ich nehme an, das waren dann solche Kollektive, die sich das ansehen sollten, wie schlimm denn sowas ist. Also zur Abschreckung nehme ich mal an. Der Angeklagte verteidigt sich. Der VEB Sachsenring habe es ihm viel zu leicht gemacht. Ich muss sagen, dass die Gefahr des Erwischtwerdens bei einem Kaufhallendiebstahl bedeutend größer ist. Ich kann ehrlich sagen, dass ich nie den Mut gefunden hätte, irgendeinen Kaufhallendiebstahl auszuführen. Davor hätte ich zu viel Angst. Der Trabi-Dieb Thomas B. wird 1988 wegen mehrfachen Diebstahls sozialistischen Eigentums zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren verurteilt. Nach der Wende wird das Urteil auf 5 Jahre korrigiert. Die gutgläubigen Käufer der geklauten Trabis bekamen keinen Schadensersatz.